So. Wunderschön, willkommen zurück. Zu einer weiteren Folge. Genau, hier oben kommt man hoch. Oh, doch nicht. Wait. Wie kommt man denn da hoch? Da hinten geht der Weg lang. Oh, was ist denn das? Ein Fleischhaken. Primary Attack 50 Schaden. Wow. Da ist ja so viel, wie der fast auf der harten Attacke hat. Cannot be repaired. Ich weiß nicht. Gott, wir haben 150 Pfund schon wieder. Wir müssen echt aussortieren. Dirty Water alleine sind schon 10 Pfund. Und ich habe keine Ahnung, was wir damit machen wollen. So, Wodka sind auch wieder 4 Pfund. Oh, guck mal, ich habe noch andere Tabletten. Dann packe ich die mal nach da. Und ich mal nach da. Haben wir noch mehr Alkohol. Wir haben noch mehr Alkohol. 4 Pfund. Das alleine sind 1,5 Pfund, weg damit. Squirt-Sachen brauchen wir nicht. Oh, als 10? Was? Digga, wie schwer ist dieser Klebestreifen? Kann ich ihn auch aufteilen? Ja, kann ich. Oh, die restlichen 8 sind weg. Noch 7 Pfund. Ja, die Dinger hier wie natürlich ordentlich, ne? Obwohl, 6 Pfund? Okay, eigentlich. Okay. 7 Pfund für Energy Drinks. Kleber haben wir auch massig, sind auch schon wieder 10 Pfund. Da reicht die Hälfte auch locker aus. Wir haben gerade 25 Pfund gewonnen. Oh Mann, ey. Ach, das ist sogar der Eingang. Ach ja, hier ist der Eingang. Ah. Aha. Und hier haben wir den Hauptstash. Tabletten.
Oh no! Und wir haben bereits die Dings gebaut. Weil die Axt ist glaube ich noch mal effektiver. Da kannst du richtig Köpfe spalten. Gut, heben wir auf jeden Fall auf. Bunsenbrenner. Ich meine, ja, ist ganz geil. Aber du kannst da halt so verfolgte Sachen, also verdorbene Sachen halt brennen. Und dann sitzt damit wieder schön. Aber das Ding alleine wiegt halt schon 20 Pfund. Wir sind jetzt schon komplett überladen. Von daher leider nein. Hier haben wir auch schon wieder zwei, ganz ehrlich. Ja gut, wir müssen uns einfach öfters treffen lassen. Wir müssen einfach öfters Schaden erleiden. Aber Kleber brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das kann weg. So, dann kannst du mit nach da. Gib mir mal nochmal hier einmal. Oh, okay, ist zu viel. Dreimal Wodka sind gerade mal 3 Pfund, das geht. Du kannst aber weg, komm ganz ehrlich. Ein 3 Pfund Messer kann auch weg, braucht auch keine Sau. Ja. Gar nichts. Deprimiert. Ich höre hier Monster. Oh, da ist eins. Hallo. Oh oh. Da ist noch ein Kit drauf. Ist das eine Spinne? Nee, sah nur so aus. Da ist eine Tür. Oh. Ja, da komm doch her, Mädel. Passt sie da nicht durch oder was? Wo sind wir jetzt hier genau? Wir müssten hier hinten jetzt irgendwo sein. Genau, hier waren die. Hier war der Geheimweg, wo wir gerade rausgekommen sind. Da sind wir hier rausgekrabbelt. Das hier ist der Weg, der jetzt hier vorne ist. Das heißt, hier durch das Tor müssen wir durch. Aber das ist kein Schalter. Da suchen wir doch mal den Schalter. Oh, hier liegen aber viele schöne Sachen. Vergammeltes Brot. Energy. Ein dreckiger alter Lappen. Apfel. Aber nichts, womit man das Tor aufmachen könnte. Da gehen wir mal den anderen Weg lang. Da war diese Schräge, die da nach oben geführt hat. Bin ich hier richtig? Ja.
dann gehen wir mal hier hoch und gucken mal, was uns hier erwartet. Oh, Safe Game. Die schmeißen schon wieder irgendwelche Sachen nach mir. Schön, Alter, mit diesem Fleischhammer brauchst du einfach nur einmal draufhauen. Schon fertig. Achso, hat sich hier schon wieder festgefahren. Na gut. Noch ein Medikit. Weil wir noch nicht überladen genug sind. Problem ist halt, Medikit ist halt auch sowas. Sowas kannst du nicht einfach liegen lassen. Na gut, Kleber wiederum könnte man liegen lassen. Ja. Weg damit. Ganz ehrlich. Weg damit. Und ganz ehrlich. Obwohl, nein, nee. 3 Pfund. Dann noch lieber das hier. Weg damit. Und weg damit. Als Backup breche ich die Waffe hier aus. Und wenn wir irgendwann mal nochmal ein Pole finden, was ich hoffe, dann können wir daraus dann gleich hier eine Axtbarren bauen. Ja, gehen wir hier lang oder gehen wir da lang? Das ist hier die Frage. Ach, hier sind wir wieder. Ah, hier sind wir wieder zurück bei der Schräge. Da vorne nach rechts abbiegen ist das Loch wieder. Aha, okay. Da bringt uns das hier also schon mal nicht mehr weiter. Also, ja gut, es bringt uns halt zurück. So. Dann gucken wir mal hier lang. Oh. This place, it was a paradise. They are all gone now. It will never be the same again. Oh, okay. Ja, also dieser Paradies war, dieser Ort war ein Paradies. Dann sind alle weg und wird nie wieder so sein, wie es früher war. Yada, yada, mecker, mecker. Nur am Bäcker die Jugend, Alter. Der Typ ist locker aus der Gen Z. Hm. Ich meine, wir könnten jetzt eigentlich die ganzen roten Dosen sammeln und alle durch diesen Kocher jagen. Aber da war auch wieder viel zu viel bei uns. Wir haben so oder so einfach viel zu viel bei uns. Oh, wo geht's denn hier lang? Locked. Was war das gerade? Ach, das ist jetzt der riesige Außenbereich. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ne, das hier muss man viel später auf. Na, gucken wir doch erstmal den anderen Weg da lang. Mal gucken, wo der lang gegangen ist. Aber was war das gerade für ein Geräusch? Das klang gerade, wie wenn so ein Endgegner erscheint. Oh. Ja, ich glaube, ich kenne diesen Ort. Massenhaft Gegner. Ey!
Aua! Nein! Auto zu! Stamina! Geh doch! God damn it! Holy Guacamole! So, erstmal was essen hier. Brot. Ja, let's go. Easy. War das der einzige? Ja. Noch so ein Ding, ernsthaft? TD Scott. Okay, also scheinbar ist dieser TD doch dieser Scott. Also, zumindest ist es TD Scott und nicht dieser Thomas, wie wir da letztens gelesen haben. It is a shame you have to leave us. The community of Fort Orvis will not be the same without your contribution. Understand you must leave due to health issues. I'm also sorry to hear about Lida leaving. We agree it's very strange. If you hear anything from her or if she returns, we will inform her of your situation as it develops. We hope you return as soon as you are well enough. Kind regards, was auch immer das für ein Name ist. Auf Deutsch, es ist eine Schande, dass du uns verlassen musst. Unsere Community von diesem Ort wird ohne dich nicht mehr dasselbe sein. Ich verstehe, dass du uns aufgrund deiner Herzprobleme verlassen musst. Und wir sind traurig über das, was wir über also von Leda zu hören. Ich stimme zu, dass es ziemlich streng ist. Nicht streng, sondern strange. Komisch. Verwirrend. Was? Wie kann man es solche. Egal, also. Wir stimmen dir zu, dass es verwirrend ist. Wenn wir von ihr hören. Oder sie zurückkommt, werden wir sie über deine Situation und über deine Entwicklung informieren. Wir hoffen, dass du möglichst schnell zurückkommst, sobald es dir wieder besser geht. Ja. Das, was er sagt. So, da haben wir ein bisschen was. Also oh, noch mal eine Pipe. Brauchen wir nicht. Ein Apfel. Boah. Das war jetzt nicht so die Ausbeute hier. Aber immer ein schöner Zettel. Das ist auch schon mal was. Hier geht's weiter. Das Blut. Das hat genau was zu bedeuten. Okay, das sieht man normalerweise gar nicht. Digga, da brauchst du eine Epilepsie-Warnung auf YouTube. Da ist schon wieder vergammeltes Brot. Nein, wieso hat er zuerst angegriffen? Verdammt! Die Viecher sind so schnell! Gut, jetzt haben wir jetzt kein Gewichtsproblem mehr. Nur noch 100 Pfund. Das ging schneller als gedacht. Oh, diese Drecksspinnen, ne? Warum ist eigentlich mein Ding rot? Also hier, dieser Sledgehammer. Der ist so rot! Warum? Da ist Endstation. Ach ne, da ist keine Endstation. Da geht's auch noch weiter. Oh shit. Oh! Ey, wieso? Was? Wieso liegt da noch? Digga, ich sterbe gerade. Das versteht ihr schon, ne? Dass wir gerade am Sterben sind. Warum bin ich gerade so. Oh, Alter, diese Stockern. So. Warum. Alter, warum flackert hier alles? Warum bin ich gerade so schlecht? Da ist auch noch eine Tür. Oh, oh, oh. Da ist noch so ein Ding. Aha. Hier kommen wir wieder zum Anfang. Genau.
Gott, jetzt hat er flackert hier. Oh. Ja. So sollte es vorhin laufen. Eine Flare? Nein, ich wollte das nicht auf. Egal. Dann kann ich dich gleich wieder fallen lassen hier. Oh, wir haben zu viel Stück davon. Warum das? Weg damit. Oh, und wir haben zwei blaue. That's not bad at all. Die sind sogar leichter. So, wieder ein bisschen Gewicht gespart. Und wir haben sogar wieder drei Syringes. Langsam wird er wieder mit unserem Equipment, sag ich jetzt mal. Ha? Aber wo geht's denn jetzt eigentlich lang? Also da ist eine Sackgasse. Da ist eine Sackgasse. Achso, ja klar, da geht's draußigeren Bereich. Ich würde aber dann tatsächlich doch erstmal wieder zurückgehen. Wenn wir schon mal freie Fahrt haben. Und tatsächlich mal in dieses Büro gehen da. Oh mein Gott. Was ist das hier alles? Oh, alles aufgesammelt, okay. Und the Pumpgun. Erstmal alles mitnehmen. Gucken, ob ich wird immer noch. So, hier verstecken. Shotgun. Da haben wir ganze 6 Schuss für. Das ist ja atemberaubend. Wiegt schon 12 Pfund. Das ist jetzt vielleicht nicht so geil. Wir haben noch mehr Tabletten gefunden. Wir haben ganz viele Dosen gefunden. Ich glaube, da werden wir es mal durchprobieren müssen, was da was ist. Hier ist sogar schon eine fertige Spritze mit Adrenalin. Ja, und bei den anderen, wir haben 2 leere Spritzen und haben aber 5 Sachen zum Ausprobieren. Beziehungsweise das hier. Steroid. Muss man das auch zubereiten? Nee, ne? Ne, genau. Die können wir direkt so nehmen. Und die 5 Sachen hier, die müssen wir in die Spritzen füllen. Ach ne, Steroids können wir auch einfüllen. Okay. Aber hä? Can be combined with? Und da sind aber nur die 5 Sachen aufgeführt, die wir hier haben. Oh, wer weiß. Oh, wir haben einen Pole. Warum sagt das denn keiner? Gut, ich würde gerne mal Feuer erstmal, aber speichern. Ja. Und dann machen wir der Stelle so aus einer Feuerpause. Ich muss mal ganz kurz. Ja, machen wir mal nächste Folge. Das heißt erstmal. Obwohl, eigentlich. Na, ist das 24. Können wir jetzt nochmal kurz hier durchprobieren. So lange dauert das ja nicht. So. Was ist blau? Das Problem ist halt, ich werde es halt eh nicht merken. Injection, Consumable, Resolve, Caused Bleeding, Lower Damage Caused by Radiation. Und für wie lange? Warum steht da nicht die Wirkdauer? Provide a Stamina Boost, brauchen wir gar nicht. Also blau klingt schon mal ganz geil. Ist wow. Sehr schmackhaft. Kannst du direkt in den Mund spritzen. Increase Health. Okay.
Wow. Miracle Drug. Also die nehmen wir doch einmal. Die klingt ja sehr interessant. So, und der würde mal sagen, nehmen wir nochmal das Blaue hier. Das war das Einzige, was auch noch relativ vielversprechend geklungen. Und der Rest, ich meine, gut, ist jetzt nicht viel, ne? Es sind 0,5 Pfund. Können wir auch eigentlich belassen. So. Dann packe ich dich da rein. Dich da rein. Und dich da rein. Und wir können die Sachen nicht kombinieren. What the actually fuck? Wooden Axe. Okay, da können wir das Ding wegschmeißen. Weg damit. Dann wenn wir also doch einfach immer nur unseren Sledgehammer reparieren. Dann haben wir dafür zumindest schon mal beides, was wir brauchen. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. So, wenn wir das hier noch und das hier noch benutzen. So. Und dann aber schon mal 25, ich kann mir doch hoch kombinieren. 25 mal dieser Boomster. Und eine ordentliche Waffe. Und das soll es dann damit mit der Folge auch erstmal gewesen sein. Ja. Und speichern als. Nein. Yuchen. Da mache ich erstmal kurz Pause. Und dann sieht man sich dann später wieder. Bis dann.